Im zweiten und damit auch letzten Teil dieser Unpopular Opinions-Reihe möchte ich wieder auf eure ungewöhnlichen Sims-Meinungen reagieren und diese ebenfalls einordnen. Der erste Kommentar. Ich hasse diese interaktiven Karrieren, die sind immer so langweilig. Wir haben ja jetzt schon 4 aktive Karrieren im Spiel. Einmal die aus An die Uni und einmal aus Werde berühmt mit dem Schauspielern. Und ich muss zugeben, dass ich die aktiven Karrieren auf jeden Fall nicht hasse. Aber es macht auch am Anfang meiner Meinung nach wirklich extrem viel Spaß, mit denen zu spielen, alles mal so auszuprobieren. Und das ist ja auch irgendwie mal was komplett anderes als im klassischen Sims-Alltag. Aber leider werden die halt irgendwann langweilig, weil man dann alles gesehen hat und dann immer auch die gleichen Aufgaben kommen. Und dann macht es gar nicht mehr so viel Spaß, mit denen zu spielen, da würde ich schon zustimmen. Ich würde mir auf jeden Fall auch noch mit ein paar Erweiterungen so 2-3 aktive Karrieren auf jeden Fall noch wünschen. Das macht auf jeden Fall doch immer ziemlich Spaß, da auf jeden Fall mal durchzugucken. Und es bringt meiner Meinung nach wirklich Abwechslung rein. Und das ist wichtig in die Sims 4. Theoretisch könnte man ja irgendwie für jede Karriere so 20, 30 zufällige Ereignisse erstellen, die so auf der Arbeit passieren könnten. Und vielleicht würde das so ein bisschen das Problem lösen, dass man dann wirklich noch neben seinen Aufgaben, die man immer hat, die man leider in irgendeiner zufälligen Reihenfolge erfüllen kann teilweise und es funktioniert, was ein bisschen unlogisch ist. Aber da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es da vielleicht noch so ein bisschen mehr Abwechslung gibt, wenn man da so zufällige Ereignisse reinpackt, größere Aufgaben, die ab und zu mal passieren. Und vielleicht würden die aktiven Karrieren dann noch mehr Spaß machen, das wäre auf jeden Fall gut. Ich persönlich will keine offene Welt. Erstens, in einer offenen Welt hat man viel mehr Probleme mit Lags. Zweitens, ich finde es total gut, dass meine Sims eben nicht stundenlang reisen müssen, um irgendwo hinzukommen. Drittens, ich mag, dass in Die Sims 4 alle öffentlichen Plätze gut besucht sind, anders als in Die Sims 3. Offene Welten sind auf jeden Fall leistungsintensiver, aber ich finde, es ist immer schwierig, alles mit Die Sims 3 zu vergleichen, weil nur weil Die Sims 3 es schlecht gemacht hat, heißt ja nicht, dass es technisch gar nicht geht. Die Entwickler haben bei Die Sims 3 auch relativ geschlammt, da ganz schön viel Code aus Die Sims 2 einfach wiederverwertet wurde und so war die Performance halt einfach nicht gut. Das hatte eigentlich gar nicht so viel mit der offenen Welt zu tun, es ging halt eher darum, wie sie umgesetzt war. Und andere Open-World-Spiele beweisen es ja, es geht auf jeden Fall, man muss es halt bloß richtig umsetzen und ich denke, wenn man das ganz sauber macht, könnte das auf jeden Fall was werden. Das muss halt dann bloß bei der Entwicklung auch beachtet werden. Ich finde es halt auch allgemein ein bisschen cooler, seine Sims dann beim Reisen zu beobachten, als nur einen Ladebildschirm zu sehen. Auch wenn es jetzt nicht mega spannend ist, aber es ist doch eigentlich ein ganz kleiner, netter Kniff, den wir auf jeden Fall meiner Meinung nach doch beibehalten sollten. Und auch zum dritten Punkt von Pines Kommentar ist es ja so, man könnte es ja trotzdem so umsetzen, dass an öffentlichen Orten dann ganz viele Sims auftauchen auf jeden Fall. Das eine muss ja das andere nicht unbedingt ausschließen. Das heißt, wenn dein Sim an irgendeinem bestimmten Ort ist, kommt er dann auch vermehrt Sims hin. Das könnte man, glaube ich, doch so umsetzen. Das wäre also wahrscheinlich kein unbedingter Nachteil von einer offenen Welt. Ich denke mir so, für was sind Accessoire-Packs nützlich? Ich glaube, das ist auch so eine klassische Sims-Diskussion mit den Accessoire-Packs. Ich muss natürlich zugeben, ich freue mich logischerweise auch mehr auf große Gameplay und auch Erweiterungspacks. Aber ich finde, so Accessoire-Packs sind meistens immer ein ganz netter Lückenfüller. Man bekommt so ein bisschen Gameplay, man bekommt ein paar Objekte und irgendwie freut man sich dann trotzdem irgendwie, dass es neue Inhalte gibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen auch darauf ankommt, was man jetzt für eine Art von Sims-Spieler ist, ob man jetzt im Baumodus baut, ob man im Ersteller in Sim-Modus Sims erstellt oder halt mit dem Gameplay spielt, weil Accessoire-Packs bringen ja meistens immer so eine Handvoll zwischen 40 und so 80 Objekte ins Spiel. Und ich glaube, Leute, die im Baumodus unterwegs sind, die haben damit ein paar neue Möglichkeiten, die haben auf jeden Fall Spaß, aber Leute, die halt ganz viel mit dem Gameplay zu tun haben, also aktiv im Spiel mit den Sims spielen, ja, die brauchen das nicht so unbedingt, weil meistens gab es dann doch kein so krasses Gameplay, was dann natürlich irgendwie spielverändernd war, aber es war halt immer ein ganz netter Zusatz und manchmal konnte man es auch ganz gut irgendwo verwenden. Aber da muss ich sagen, war es in Die Sims 3 ja fast noch schlimmer. Das Pack hat, die Accessoire-Packs haben in Die Sims 3 ja 20 Euro gekostet statt 10. Es gab zwar mehr Objekte, aber dafür halt wirklich absolut gar kein neues Gameplay, also was halt exklusiv für das Pack dann war. Also würde ich sagen, dass es so wie es in Die Sims 4 gelöst ist, meiner Meinung nach doch ein bisschen besser ist. Accessoire-Packs sind zwar jetzt immer noch nicht die Mega-Erweiterung,
Aber ich komme auf jeden Fall damit ganz gut klar und ich denke, ja, ab und zu so ein Accessoire-Pack ist okay. Werde berühmt ist das schlechteste Erweiterungspack. Ich muss sagen, dass mich der Kommentar auf jeden Fall ziemlich überrascht hat, weil ich da wirklich gar nicht zustimmen würde. Werde berühmt ist für mich sogar eine der Erweiterungen, die ich am liebsten mag. Auch jetzt so im Vergleich zu meinem, sagen wir mal, Hasspack Zeit für Freunde. Mir gefällt auch das Thema ganz gut. Das ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich mag es eigentlich ganz gern, mit den Sims so langsam zum Promi zu werden. Ich finde auch so Inhalte wie YouTuber werden oder Musik machen mit den Sims, die es ja im Pack gab, eigentlich ganz witzig. Und ich glaube, in Zeit für Freunde gab es Features, die mich da weniger angesprochen haben. Ich muss nur sagen, dass mich dieses ganze Glamour, also auch die Welt vom Stil und auch die Objekte, es gab so viel mit Gold und so viel mit Schickimicki, hat mich jetzt persönlich nicht so angesprochen, hat natürlich sehr gut zum Star-Dasein gepasst, aber das ist ein Aspekt vom Pack, den ich jetzt nicht sonderlich cool finde, wofür ich mir das Pack jetzt nicht unbedingt kaufen würde. Aber ich würde halt sagen, Leute, die das Thema mögen, haben mit diesem Pack eigentlich ein ziemlich gut ausgearbeitetes Pack, also ein ziemlich vollständiges Pack. Aber wenn man das Thema sowieso nicht mag, dann ist es echt klar, dass man das Pack nicht wirklich feiert, weil es eigentlich auch jetzt keine großartigen Überraschungen oder sonstige Features, die jetzt extrem abseits von diesem Thema sind, im Pack gab. Mein Lieblingspack ist Strangerville und ich habe die Story mehrmals gespielt und werde sie auch in Zukunft noch öfter spielen. Oh, mir hat die Story von Strangerville eigentlich echt ganz gut gefallen. Das war auf jeden Fall mal was anderes, was es so irgendwie gar nicht gab. Normalerweise ist es bei den Sims ja logischerweise immer so, dass man sich selber so seine Geschichten ausdenkt, aber in diesem Pack war es dann halt andersrum und wir konnten die Geschichte von den Entwicklern quasi spielen. Ich könnte mir auf jeden Fall in einer Weile nochmal vorstellen, das Pack zu spielen. Zwar jetzt nicht so, wie es im Kommentar ist, dass ich das jetzt mehrmals spielen würde, weil ich glaube, wenn man die Story kennt, dann macht das Ganze auch nicht so viel Sinn. Und dann habe ich da auch nicht so viel Spaß dran, wenn ich ja schon weiß, was passiert. Aber wenn ich so ein bisschen die Story wieder vergessen habe, dann kann man sich das auf jeden Fall doch nochmal angucken. So ein kleiner Kritikpunkt, der sich da so ergibt, ist halt auch, dass das Gameplay jetzt sich nicht wirklich so in das normale Alltagsleben von den Sims integrieren lässt. Man spielt es einmal, man spielt es so ein bisschen abseits von seinem sonstigen Spiel, finde ich. Und dann macht es auf jeden Fall extrem Spaß, weil man auf jeden Fall die ganze Zeit was zu tun hat, weil man ja immer neue Aufgaben bekommt. Und wenn man die Story durchgespielt hat, war das auf jeden Fall auch echt cool. Aber danach hat man halt meistens dann nicht mehr so viel vom Pack. Ist es bei euch genauso? So ist es jetzt zumindest bei mir. Das könnt ihr mir natürlich auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, Strangerville ist empfehlenswert. Die Story ist eigentlich echt ganz, ganz cool. Aber ja, wenn ihr noch gar keine Packs habt, solltet ihr euch vielleicht da mal umgucken, dass ihr euch davor noch andere Gameplay-Packs holt oder auch Erweiterungspacks. Manchmal denke ich darüber nach, dass es eine Spieloption geben könnte, vielleicht über Kontrolle nachdenken oder so. Und die Sims sich dann deiner Kontrolle entziehen, also dass sie alles hinterfragen und sich für eine gewisse Zeit davon losreißen. Wäre sicher eine interessante Gameplay-Option. Wenn man nur mit einem Sim spielt, ist das natürlich ein bisschen doof, aber ich würde es trotzdem gerne ausprobieren. Ich muss zugeben, dass ich diesen Kommentar auf jeden Fall extrem cool fand und auch ziemlich spannend finde. Wäre ich, glaube ich, jetzt gar nicht so selber auf die Idee gekommen, aber vom Gameplay-Technischen macht es das, glaube ich, auch ziemlich interessanter, weil ich würde sagen, wenn man sich so ein bisschen selber einschränkt, es gibt ja auch Challenges, die einen da so ein bisschen einschränken, was man machen darf und was man nicht machen darf, bringt es auch so ein bisschen Kreativität noch mit rein und ich denke, auch für Storyteller, also Leute, die gerne mit ihren Sims so kleine Geschichten nachspielen, könnte das doch recht interessant werden, wenn die Sims halt nicht unbedingt immer das machen, was man selber will und daraus dann auch wieder so ein paar neue Geschichten entstehen oder Sachen, die man so vielleicht gar nicht geplant hat und dann so ein bisschen dadurch, dass der Sim irgendwas anders macht, dann auf eine gute Idee kommt. Ich kann mir das auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Ich bin aber auch der Meinung, es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass dieses Gameplay-Feature optional ist, weil dadurch, dass es sich so sehr vom eigentlichen normalen Spielprinzip unterscheidet, ist es auf jeden Fall wichtig, dass Spieler, die einfach das Spiel normal spielen wollen, das auch deaktivieren können. Weil sonst nervt es, glaube ich, auf die Dauer schon ganz schön, wenn die Sims so gar nicht mehr das machen, was man eigentlich will. Aber EA, solltet ihr euch mal für die Sims 5 überlegen, klingt spannend. Ich finde die Tagesaufgaben bei den Jobs super nervig.
Ich muss zugeben, dass ich die Tagesaufgaben eigentlich nicht wirklich nervig oder so finde. Ich finde sie eher, man kann glaube ich sagen, belanglos. Weil es halt manchmal ein bisschen komisch ist, dass die Sims an manchen Tagen so ganz komische Aufgaben bekommen, wo man sich im echten Leben sagen würde, ich glaube, ich kündige dir mal lieber, wenn du nur das an diesem Tag schaffst. Aber ich bin doch echt der Meinung, dass es auf jeden Fall im Spiel bei allen Karrieren, bei denen es natürlich im echten Leben Sinn machen würde, dass man von zu Hause Aufgaben erledigen kann, es auf jeden Fall Standard werden sollte, dass es diese Option mit den Tagesaufgaben gibt. Weil es natürlich einfach ein bisschen spannender ist, als die Sims gar nicht zu sehen und gar keine Kontrolle über irgendwas zu haben, dann doch lieber mit den Sims so ein paar kleine, wenn auch nicht sonderlich schwierige Aufgaben erfüllen. Und so finde ich das eigentlich immer ganz gut. Also Leute, die gerne diese kleinen Aufgaben machen, klicken dann einfach Tagesaufgaben an und die es nicht gerne machen, die schicken ihre Sims einfach so zur Arbeit. Ich glaube, das ist für jeden eigentlich ganz gut. Das war es mit diesem Teil eurer Unpopular Sims Opinions. Falls ihr den letzten Teil noch nicht gesehen haben solltet, schaut hier links vorbei. Habt ihr ebenfalls eine ungewöhnliche Sims-Meinung? Wenn ja, schreibt mir diese doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.